Hallo und herzlich willkommen zur 7. Sondersendung vom 8. Januar 2022. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich wieder auch im neuen Jahr in meiner Sendung begrüßen zu dürfen. Zunächst mal wünsche ich euch und uns allen ein Happy New Year und ich hoffe sehr, ihr seid gut in das neue Jahr gerutscht, vor allem natürlich mit leckeren Weinen im Glas und seid genauso zuversichtlich für dieses neue Jahr, was uns hoffentlich an allen Ecken und Enden weniger Beschränkungen und ein normales Leben zurückbringen wird. Ich freue mich besonders, euch heute in dieser Sondersendung Christian Gruber von Vinade präsentieren zu dürfen. Zum einen bin ich sehr froh, dass Herr Gruber meine Sendung nutzt, um auf sein Startup aufmerksam zu machen und seine Produkte zu präsentieren, weil ich die Zielsetzung meines Podcasts ja kontinuierlich weiterentwickelt habe und ich mich auch ein bisschen dazu berufen fühle. Und das habt ihr ja auch bisher schon bei den Auswahl meiner Gäste festgestellt. Ich versuche immer hervorragende Gesprächspartner mit hervorragenden Produkten zu präsentieren, die man vielleicht jetzt nicht von Mainstream her kennt, sondern eher auch ein bisschen die Nische ausleuchten möchte. Und insofern freue ich mich auch, dass das Angebot, die Podcast-Episoden bei mir zu buchen und zu bezahlen, quasi gerade von Startups genutzt wird. Und heute fangen wir quasi das neue Jahr mit einem Gespräch zu den Produkten von Vinade an. Und das Besondere hierbei, es sind wieder alkoholfreie Produkte, also alkoholfreie Weine in erster Linie. Das ist insofern ganz witzig, weil ich ihr ja festgestellt habe, zumindest als langjährige Hörer, die Auswahl der Gäste und auch der Themen hat sich ein bisschen stark fokussiert. Das meine ich jetzt gar nicht negativ. Das war auch eher ein Automatismus, wo ich gar nicht so sehr dahinter war oder das beabsichtigt hätte, um ehrlich zu sein. Aber den Platz, den biodynamische Produkte, nachhaltige Produkte bei mir einnehmen, ist die letzten Sendungen ja deutlich stärker, größer geworden. Das liegt vielleicht zum einen daran, dass immer mehr Erzeuger auf Nachhaltigkeit und einer biologischen Bewirtschaftung Wert legen. Aber irgendwie hat sich's auch einfach bei meiner Auswahl der Gesprächspartner ergeben. Zusätzlich hatten wir letztes Jahr schon auch zwei Sondersendungen zu alkoholfreien Wein. Da könnt ihr auch für die ganzen Basics, die in dieser Ausgabe nicht besprochen werden, nochmal reinhören, um euch dort quasi ein Update zu verschaffen oder einen Refresher. Und da setzen wir jetzt quasi an und besprechen jetzt gleich hier in der ersten Ausgabe des neuen Jahres die alkoholfreien Produkte von Vinade. Der Vollständigkeit halber sei deswegen erwähnt, dass es sich bei dieser Episode damit um Werbung und Produktplatzierung handelt, aber nichtsdestotrotz ist meinen Aussagen in Bezug auf Authentizität und Wahrheit natürlich kein Abbruch getan. Da in dieser Sendung relativ viele Fachbegriffe verwendet und erwähnt werden, findet ihr, liebe Hörer, in den Shownotes auch ein paar hilfreiche Wikipedia-Links, wo ihr die einzelnen Begriffe nochmal nachlesen könnt, was sie im Einzelnen detailliert bedeuten. Zum Abschluss verkosten wir dann insgesamt 4 Produkte aus dem Sortiment von Vinade. Zum einen sind es die 2 Erfrischungsgetränke auf Basis von entalkoholisierten Wein, einen alkoholfreien Sekt, wenn man ihn so denn bezeichnen mag. Und zum Abschluss dann eine weiße Cuvée, ebenfalls aus entalkoholisierten Weinen. Als besondere Special, liebe Podcast-Hörer, erhaltet ihr von Christian Gruber einen Gutscheincode über 15% auf das gesamte Sortiment von Vinade. Bei der Bestellung einfach den Gutscheincode 15weinpodcast.de angeben und schon erhaltet ihr diesen exklusiven Rabatt auf eure Bestellung. Dann wünsche ich euch viel Spaß und vor allem Genuss bei diesen hochwertig erzeugten und nachhaltig erzeugten Produkten, vor allem auf alkoholfreier Basis. Liebe Podcast-Hörer, ich freue mich, euch in dieser 7. Sondersendung einen weiteren bemerkenswerten Gast begrüßen und vorstellen zu dürfen, nämlich Christian Gruber von seinem Startup-Unternehmen Vinade. Grüße, Herr Gruber. Ich freue mich wirklich dabei zu sein. Frohes neues Jahr, Herr Bold.
Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch. Und wir zwei sind aufeinander aufmerksam geworden, weil mein Podcast sich immer mehr zu einer Plattform entwickelt, auch um kleine Unternehmen, Startups zu präsentieren. Aber was ich selber nicht gedacht hätte, dass alkoholfreie Weine in meinem Podcast so ein großes Thema werden und natürlich auch in den normalen Folgen biologisch und biodynamisch erzeugte Weine auch immer mehr Raum greifen. Und in ihnen findet man quasi eine Personalunion aus beiden Welten, nämlich biologisch nachhaltig erzeugte Weine und alkoholfreie Weine. Aber vielleicht fangen wir einfach mal mit Ihnen als Person an, was Sie letzten Endes zu dem Gründer von Vinade gemacht hat und warum Sie so brennen für das Projekt, was Sie da gestartet haben. Ja, also ich werde nicht anfangen wie David Copperfield. Also wenn man sich meine Biografie anschaut, dann denkt man erstmal nicht, dass ich etwas mit Wein zu tun habe. Ich komme klassisch aus dem Verlagswesen und später aus dem Sport, aus der Sportkommunikation. Ich habe viele Jahre für diverse deutsche Bundesligisten gearbeitet und ein paar internationale Unternehmen inklusive Sportfernsehsendern als Geschäftsführer begleitet und habe mir letztlich mit der Vinade und dem Vorgängerunternehmen, denn ich habe das Unternehmen Pfalzwasser übernommen und es umbenannt in Vinade, habe ich mir einen Traum erfüllt. Ich wollte wahnsinnig gerne mal ein Unternehmen auf die Beine stellen, was durch und durch nachhaltig ist, was beweist, dass es möglich ist, nachhaltig zu konsumieren und trotzdem wirtschaftlich vernünftig zu arbeiten und ein Produkt auf die Beine zu stellen, was sowohl gesundheitliche Aspekte, aber eben auch Lebensfreude und Spaß widerspiegelt. Und ich hoffe, dass das mit Vinade gelingt. Wir sind da auf einem recht guten Weg. Und gleichzeitig ist es auch so, ich bin durch und durch weinverrückt. Ich habe am Anfang der 90er mal einen Sommelier nach Frankreich begleiten dürfen und hatte damals noch überhaupt keine Ahnung von Wein und habe eigentlich nur aufgeschrieben, was er mir erzählt hat. Und daraus haben wir ein schönes Buch über eine Reise durchs Loiretal gemacht. Und seitdem bin ich leider bin ich völlig verloren, weil ich mich im Laufe der Jahre dann zu einem kompletten Weinsnob entwickelt habe. also auch tatsächlich dann kein Zufall ist, dass ich mit einer Sommelier verheiratet bin und Wein bei uns im Haus, glaube ich, den größten Stellenwert inklusive Food Pairing und Genuss, einfach die gesamten Genusswelten rund um Wein haben. Also man kann schon sagen, Sie sind schon seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich ein Genussmensch, dem jetzt auch natürlich, wie bei uns allen hoffentlich, der ökologische Gedanke immer mehr im Mittelpunkt rückt. Und es geht ja sogar so weit, dass Ihre Frau ja nicht nur Sommelier ist, sondern eben auch Weinakademikerin. Also Sie sind zwar quasi als eheliche Pflicht, neigen Sie sich ja auch nicht von dem normalen Wein ab, aber es ist jetzt einfach ein Projekt, was Sie gestartet hatten und im Laufe unseres Gesprächs verkosten wir ja auch noch 4 Produkte aus Ihrem Sortiment und an der Stelle sei schon gleich erwähnt, liebe Hörer, ihr findet natürlich den entsprechenden Link in den Shop von Vinade in den Shownotes, um einfach dort auf kurzem Weg einsteigen zu können. Was ist denn das Besondere, weil ich sag mal so, von Vinade, weil in der letzten Zeit, ich hatte ja auch schon einige Gespräche mit verschiedenen Herstellern in Zeitschriften, werden immer mehr Artikel auch veröffentlicht durch den großen Trend, der ja hauptsächlich sich im Augenblick in den großen deutschen Städten breit macht. Was ist das Besondere an Vinade, was Sie jetzt vielleicht von anderen Herstellern nochmal zusätzlich unterscheidet? Also vorweg vielleicht einmal, der Markt ist noch relativ klein, noch relativ wenig entwickelt. Das heißt, da hat jeder noch seine Nische, noch jeder seinen Platz und auch jede Philosophie ihren Platz dabei. Unsere Philosophie ist erst einmal der komplette Verzicht auf Zucker und irgendwelche nicht natürlichen Zusätze. Also soll heißen, wir fügen keinen Zucker hinzu. Wenn wir überhaupt mit Süße arbeiten, dann kommt die über Süßreserve oder Ähnliches. Aber in der Regel sind unsere Partnerschaften mit den Winzern, mit denen wir zusammenarbeiten, so, dass wir abgestoppte Weine benutzen, dass wir halt schon sehr, sehr viel sowohl im Wingert als auch im Keller auf die Weine einwirken, die wir am Ende nur nehmen. Das heißt, wir fahren nicht einfach durch die Gegend und kaufen irgendwelche Restweine ein, sondern wir versuchen mit den Winzern vorher schon eine sehr genaue Auswahl zu treffen, was könnte sich eignen, angefangen von der Rebsorte über den Ausbau. Und dann verstehen wir Nachhaltigkeit nicht nur dahingehend, dass wir ein super leckeres Produkt letztlich herstellen, einen super leckeren Wein, sondern dass das Ganze drumherum auch nachhaltig sein soll. Das heißt, unsere Verpackung, unsere Flaschen, unsere Etiketten,
Wir nutzen besonders leichte, aus Altglas hergestellte Flaschen. Unsere Etiketten sind zum allergrößten Teil aus Tresta-Rückständen hergestellt und keine klassischen Papieretiketten. Unsere Verschlüsse sind allesamt PVC-frei. Wir drucken natürlich nur mit lösungsmittelfreien Farben. Das unterscheidet uns gar nicht so sehr von anderen. Es gibt ganz viele tolle Winzer und auch Unternehmen, die ähnlich arbeiten. Wir versuchen nur, alles zusammenzubringen und es auf die Spitze zu treiben. Also es soll heißen, fair ist das größte Unterscheidungsmerkmal am Ende, dass wir sagen, wir denken immer vom nachhaltigsten, vom ökologisch verträglichsten Produkt aus und müssen dann auch den einen oder anderen Kompromiss eingehen. Also das beste Beispiel, gemeinhin glauben alle immer, dass der Naturkork der beste Verschluss für einen Wein ist. Und ich als Romantiker würde das auch unterschreiben. Ja, ich finde es einfach am schönsten, eine Flasche zu öffnen. Das hat einfach ein bisschen was mit Tradition zu tun. Das hat auch ein bisschen was mit der Romantik, das Genießen einer Flasche Wein zu tun. Wer aber schon mal in Portugal, wo knapp 80% aller Weinkorken hergestellt werden, auf einer Korkeichenplantage war, weiß auch, dass das nicht mehr so viel mit natürlicher Arbeit zu tun hat. Und das heißt, wir haben zwischenzeitlich mit Glasverschlüssen experimentiert, wir haben mit allen möglichen Verschlussarten experimentiert. Glasverschlüsse sind aber noch so teuer und so wenig akzeptiert am Markt, und da gibt es auch keinen möglichen Recycling-Ansatz, dass wir am Ende haben so ein klassisches BVS, also sprich ein Schraubverschluss, PVC-frei, bei einem vernünftigen Hersteller, nicht aus Asien importiert, sondern in Europa hergestellt. Das ist der beste Kompromiss, den man eingehen kann. Und so gehen wir da dran. Ja, aber für den Kunden, glaube ich, ist es schon interessant, weil wenn man jetzt über nachhaltig erzeugte oder biologische Weine spricht, dann denken ja die allermeisten einfach auch an den Inhalt in erster Linie, weil schließlich geht es ja auch um den. Aber es zeigt einfach schon ganz gut auf, finde ich, über wie viele Aspekte man nachdenken kann oder nachdenken muss, wenn man die Sache halt einfach ernst nimmt. Und mir wäre das jetzt ehrlich gesagt an vielen Stellen auch nicht so bewusst gewesen, auf was man da alles achten kann und letzten Endes auch zum Gunsten der Nachhaltigkeit und der Natur Einfluss nehmen kann und dann die entsprechenden Entscheidungen treffen kann. Ein Stichwort, was Sie gerade gesagt hatten, finde ich, ist noch interessant für uns Hörer oder Kunden, dass Sie gesagt haben, Sie setzen keinen Zucker ein. Jetzt vielleicht müssen wir an der Stelle mal erklären, warum das was Besonderes ist und warum es viele andere machen. Was hat der Zucker für eine Rolle im alkoholfreien Wein normalerweise? Also je nachdem, wie man, beim alkoholfreien Wein sprechen wir ja in der Regel von einem Wein, der mal Alkohol gehabt hat. Es gibt auch andere Hersteller, die das Ganze auf Saftbasis machen. Das ist dann kein klassischer alkoholfreier Wein. Und meiner Meinung nach auch geschmacklich und olfaktorisch sehr deutlich der Unterschied zu einem alkoholfreien Wein. Aber wenn wir einen klassischen alkoholfreien Wein, der mit einer der langläufigen Methoden, den Alkohol verloren hat, den man ihm entzogen hat, dann ist das Getränk in der Regel komplett disbalanciert. Mhm. Soll heißen, manchmal hat man das Gefühl, wenn wir zum Beispiel einen Wein nehmen, der durch die Vakuumdestillation den Alkohol entzogen bekommen hat, dann hat er in der Regel auch sehr viele Aromen verloren. Es gibt ganz tolle Methoden mittlerweile, um diese Aromen aufzufangen und wieder zurückzuführen, über Umkehrosmose, über alle möglichen Thematiken. Aber trotzdem ist am Ende eine Disbalance dort. Da, wo Säure und Alkohol normalerweise für die Balance im Wein suchen und auch als Geschmacksträger funktionieren, da fehlt einfach etwas. Und das kann man am einfachsten durch Zucker wieder ausfüllen. Man hat zum einen Zucker als Geschmacksträger, zum anderen aber auch Zucker etwas um Mundfülle hinzubekommen. Und gemeinhin ist es so, wir lieben Zucker, weil das uns halt einen Kick gibt. Zucker löst sofort eine Dopaminreaktion aus. Das heißt, Zucker ist erstmal toll. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Und es gibt Millionen von Untersuchungen, was für Schäden Zucker hervorruft. Und wir wollten halt wollten aber ein Getränk herstellen, was auf der einen Seite die positiven Erlebnisse, die man haben kann, wenn man einen Wein zu sich nimmt oder wenn man auch ein sehr schmackhaftes Getränk zu sich nimmt, eben ein leichtes, lockeres Getränk haben kann. Und dementsprechend war für uns wichtig, wir fügen keinen Zucker nachträglich hinzu, sondern wir versuchen dieses Mundgefühl
dadurch zu erzeugen, dass wir den richtigen Wein bei der Entalkoholisierung nehmen. Das heißt, einen Wein nehmen, der in der Regel noch einen Restzucker hat. Jetzt ist es so, ich versuche es jetzt so einfach wie möglich darzustellen, wenn man zum Beispiel von Abstocken spricht, dann ist das halt so, dass die Hefepilze, die fangen immer an, den bösen Zucker im Wein, im Traubenmost zuerst zu Alkohol zu verarbeiten. Und der böse Zucker ist gemeinhin die Glucose. Und wir arbeiten zum Beispiel bei einem unserer Getränke mit einem Wein, bei dem die Fermentation nach dem Verarbeiten der Glucose abgestoppt wurde. Also der wurde sogenannt Fachsprech abgestochen, sodass nur noch Fructose im Wein ist. Das ist gemeinhin der nette Zucker. Und wenn ich dann nachher in einer besonders schonenden Art und Weise entalkoholisiere und wir arbeiten da mit einem noch nicht so verbreiteten, aber aus unserer Sicht mit Abstand der schonendsten Methode, um den Alkohol aus dem Wein herauszubekommen, wenn man dann den Alkohol entzieht, dann bleibt halt ein Zuckergehalt stehen, aber eben ein Fructosegehalt. Man hat ein viel, viel bekömmlicheres Mundgefühl und die Balance im Wein ist von Anfang an schon gegeben. Ich muss nicht mit Säuren und irgendwelchen anderen Mitteln, da gibt es, man darf ja am Ende nicht vergessen, es ist ein absolutes Unikum in der Welt, dass man auf einen Wein, obwohl knapp 800 Zusatzstoffe zugelassen sind, muss man nur eins draufschreiben, nämlich nur Sulfite. Ja? Mhm. Es sind so Sachen zugelassen wie Gummi Arabicum, ja? Was halt dafür da ist, das Mundgefühl, also oder was zumindest dafür sorgen kann, dass das Mundgefühl auch von einem alkoholhaltigen Wein wesentlich prägnanter wird und ausgeprägter. Und mit so etwas könnte man dann nachhelfen. Wir haben uns aber auf die Fahnen geschrieben, dass wir solche Dinge nicht machen, dass wir komplett darauf verzichten und lieber in Unmengen von Testungen, und ich bin echt stolz auf die Katrin Oster, unsere Önologin bei uns im Haus, die halt nächtelang durchtestet und auch in der Zusammenarbeit mit dem Deutschen Weininstitut dann Testungen macht mit kleinsten Mengen, um zu schauen, wie reagiert denn die Rebsorte oder wie reagiert der Wein, der auf die und die Art ausgebaut wurde, auf die Entalkoholisierung. Und ist das am Ende schmackhaft oder nicht? Mhm. Aber immer unter der Maßgabe, bei uns kommt kein Gramm Zucker nachher rein. Mhm. Die einzige Ausnahme, so ehrlich muss ich auch sein, die einzige Ausnahme ist natürlich der Glühwein. Ja, wir haben einen weißen Glühwein in diesem Winter wieder gemacht. Da haben wir zwar nur 30% von dem, was normalerweise in einen Glühwein reinkommt, aber ehrlicherweise finde ich einen Glühwein ganz ohne Zucker nur sehr, sehr schwer erträglich. Ja, und da muss ich an der Stelle einfach sagen, ich habe den auch schon verkostet, nämlich nach den Weihnachtsfeiertagen, als ich den Kanal von Plätzchen, Glühwein und allem schon voll hatte, hat man den explizit aufgehoben, um quasi da den Test machen zu können, obwohl man eigentlich mit dem ganzen Weihnachtsgebäck und Süßkram quasi einen Kanal voll hatte, fand ich, war der doch trocken schmeckende, obwohl Zucker drin ist, aber trotzdem trocken schmeckende Glühwein eine wahre Wohltat, weil einfach das nicht nochmal nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag dann nicht nochmal die letzte Zuckerkeule oben drauf kam, sondern es war einfach ein frischer Glühwein, der lecker ist, der auch ganz wie ein normaler Glühwein, weißer Glühwein, muss man ja dazu noch vielleicht sagen, dass man das richtige Aromabild vom Kopf hat, wie ein, ich sage in Anführungszeichen, normaler Glühwein, weißer Glühwein mit Alkohol, durchaus gerochen und geschmeckt hat und auch ganz gut zu dem Kuchen, den wir dazu hatten, sehr gut zu trinken war und schon noch auch ein bisschen Weihnachtsflair nach den Feiertagen dann versprüht hat. Aber liebe Hörer, es sind einige Fachbegriffe gefallen. Ich habe jetzt gerade mir überlegt, es ist eine gute Sache, wenn ich in den Shownotes einfach nochmal Wikipedia-Links zu den Fachbegriffen, die gefallen sind, hinterlege. Dann könnt ihr an der Stelle nochmal alle technischen Details nachlesen, was sich hinter den vielen Fachbegriffen, die notwendigerweise fallen müssen, stecken. Jetzt muss man vielleicht nochmal, Herr Gruber, einordnen, weil in vielen Gesprächen stelle ich fest, dass der Weintrinker als solcher manchmal noch Berührungsängste hat mit alkoholfreien Wein und wie es bei vielen neuen Sachen ist, auch ein Stück weit vielleicht belächelt wird und auch aus einer Not heraus vielleicht geboren ist, weil da denkt man natürlich als Zielgruppe zunächst mal an Schwangere zum Beispiel oder auch an gesundheitlich
eingeschränkte Leute, die aus irgendeiner Krankheit heraus kein Alkohol zurzeit zu sich nehmen dürfen. Das drängt sich als erster Gedanke auf, dass das nur für die gemacht worden ist. Aber so kurz gesprungen ist es ja nicht. Ne? Das ist klar, bietet sich das an, aber es geht eigentlich schon um viel mehr, auch in dem ganzen Trend und für Sie auch als Erzeuger. Ja, also das waren jetzt ja im Prinzip zwei Fragen. Eine Sache ist, dieser Leumund, der schlechte Leumund vom alkoholfreien Wein, ist leider komplett berechtigt. Das muss man einfach deutlich sagen. In den letzten 20 Jahren haben wenige Erzeuger was dafür getan, um den Leumund des Weines gut dastehen zu lassen. Es ist in der Regel wir haben gerade darüber gesprochen, mit unglaublich viel Zucker nachgeholfen worden, aus eher schlechten Grundweinen noch irgendwie ein vermarktbares Getränk zu machen. Das ist auch völlig okay, weil am Ende ist das gut, was der Markt akzeptiert. Aber das kann halt nicht die Zukunft sein, wenn da kommen wir jetzt zur Zielgruppe. Denn es ist so, dass es heute eine wahnsinnige Nachfrage danach gibt, sich gesünder zu ernähren, achtsamer zu sein. Das ist so ein Buzzword, was gerade so durch die Welt geht. Für uns ist aber wichtig, wir wollen nicht diese Verzichtskeule schwenken, sondern wir wollen sagen, hey, es ist auch möglich, ein tolles, schmackhaftes, leichtes Getränk zu sich zu nehmen und dabei Spaß zu haben. Also mit anderen Worten, sich gesund zu ernähren und trotzdem Lebensfreude an den Tag zu legen. Und ich habe noch einen weiteren Ansatz, der für mich echt wichtig ist. Ich möchte, also jeder von uns kennt das, ne? Man geht mit Freunden oder mit seiner Frau oder mit seinem Partner in essen, ist auf einer Party. Einer ist immer der Idiot, der fahren muss. Und das Einzige, was der trinken kann zum guten Essen, ist in der Regel ein Wasser, weil, und da muss ich einigen, ich habe in einigen Gesprächen mit Wine-Bloggerinnen oder Wine-Autoren, ich finde halt, es gibt viel zu wenig gutes alkoholfreies Food-Pairing. Es gibt Tendenzen, das ist auch sehr interessant, gerade so in den asiatisch angehauchten Restaurants. Ich habe bei Kevin Fehling in Hamburg tolle Reduktionen getrunken, alkoholfreie. Aber das ist schon sehr, sehr anstrengend und auch extremst exotisch, was man da... es gibt aber keine alkoholfreien Getränke außer Wasser, die wirklich zum Essen taugen. Also man kann keinen Saft zum Essen trinken, man kann keine Schorlen zum Essen trinken. Bier geht noch zu einer Schweinshaxe, würde ich sagen. Ich finde die Entwicklung beim alkoholfreien Bier sehr interessant, denn seit man aufgehört hat zu versuchen, alkoholfreies Bier wie Pilzbier schmecken zu lassen, entwickeln sich ganz plötzlich auch echt interessante Geschmacksprofile. Und genau das wollen wir auch hinkriegen. Genau das. Ich möchte nicht versuchen, einen alkoholfreien Wein zu machen, der wie eine alkoholfreie Kopie eines alkoholhaltigen Chardonnay schmeckt oder Riesling oder Silvaner, sondern ich möchte ein eigenes, tolles Geschmacksprofil hinkriegen. Ich möchte, dass man einen alkoholfreien Wein trinkt und sagt, okay, das ist einfach ein weiteres Geschmacksspektrum. Aber ein weiter Weg bis dahin. Denn wenn ich heute einen alkoholfreien Wein kaufe und da steht, nehmen wir jetzt mal alkoholfreier Riesling drauf, dann funktioniert so ja, Geschmack funktioniert ja über Erinnerung. Das allererste, was ich dann mache, ist, ich suche den Geschmack, den ich schon kenne, sowohl in der Nase als auch auf dem Gaumen. Und das ist im Augenblick noch recht schwer, einen alkoholfreien Wein so auszugestalten. Da muss ich Ihnen aus München natürlich erstmal widersprechen. Da haben wir eine ganz andere Auffassung, was Food Pairing angeht, in Bezug auf Bier, weil das wird eigentlich zu allem getrunken und sei es auch nur, dass man noch ein Bier nach dem Bier braucht als Begleitung. Da haben wir natürlich eine bisschen andere Einstellung. Aber grundsätzlich stimmt es natürlich total und das ist ein super spannendes Feld, dass man auch eben in der feinen Gastronomie einfach dadurch ähnlich wie es vielleicht in der normalen, wenn wir jetzt von normalen Weinen immer sprechen, meinen wir alkoholhaltige Weine. Aber ich kann mich schon an die Diskussion auch erinnern, als zum Beispiel die Naturweine aufkamen. Da konnte man sie auch nicht einordnen. Und heutzutage ist es auch so, dass die Orange-Weine oder Naturweine, Amphorenweine, was immer es dann am Ende des Tages ist, auch ganz neue Food-Pairings ermöglicht hatten und heute eigentlich in der Hochgastronomie, sage ich mal, fast nicht mehr wegzudenken sind und die Leute das auch verlangen. Für mich ist an der Stelle einfach immer der springende Punkt, glaube ich, wenn es ein Produkt
geschafft hat, am Markt akzeptiert und vom Konsumenten akzeptiert worden zu sein, ähnlich wie Sie es gerade beschrieben haben beim alkoholfreien Bier, da war der Prozess ähnlich, dass sich emanzipiert von seinem Vorbild, wenn man so sagen möchte. Und das ist genau, wo ich, gestehe ich aber auch gerne noch zu, wo ich auch noch oft am Hadern bin, wo ich das geschmacklich verordnen soll. Ne? Weil ich meine, was schon naheliegend ist, dass man irgendwo sich bewegt zwischen normalen Wein und Traubensaft. Ja? Das ist ja das, wo man meint, wo es hingehört. Aber stimmt ja eigentlich nicht, ne? Weil mir fällt es schon auch schwer, alkoholfreie Weine noch zu beschreiben, weil man natürlich seine gewohnten Schubladen aufzieht und auch die Parallelen zieht. Genau wie Sie sagen, Erinnerung ist das Wichtigste beim Geschmack. Aber kann man das, bevor wir die Produkte letzten Endes probieren, kann man vielleicht das ein bisschen eingrenzen, was geschmacklich aromatisch den alkoholfreien Wein dann, wenn er gut gemacht ist, logischerweise, so wie Ihre Produkte, was das letzten Endes ausmacht dann, den alkoholfreien Wein? Also, ehrlicherweise müssen wir erstmal trennen zwischen Weiß und Rot und zwischen Stillwein und im weitesten Sinne karbonisierten Weinen. Es ist viel, viel einfacher, ein Sekko oder ein Sekt zu machen, denn das CO2, die Kohlensäure, die hilft wesentlich dabei, das Geschmacksbild abzurunden und ehrlicherweise auch den einen oder anderen Fehler zu kaschieren. Aber jeder, der regelmäßig Wein trinkt, weiß, dass das eine tolle Eigenschaft von Kohlensäure ist, den einen oder anderen Weinfehler zu überdecken. Ich habe noch nicht viele gute alkoholfreie Rotweine getrunken. Den besten, den ich im Augenblick kenne, habe ich ehrlicherweise über Sie kennengelernt, denn der stammt vom Weingut Löffler, mit denen Sie auch schon einen Podcast gemacht haben. Absolut Chapeau, also der Spätburgunder, den die hingelegt haben, ist bis dato das Beste im alkoholfreien Rotweinbereich, was ich bis jetzt getrunken habe. Ist für mich so die Benchmark, wo ich gerne hin möchte. Ich bin auch sicher, dass ich da nicht der Einzige bin, der das so sieht, denn ich habe wirklich, keine Ahnung, um die 100 Rotweine getrunken und die allerwenigsten davon sind genießbar, weil fast alle versuchen, eben das Mundgefühl mit Zucker aufzufüllen oder man einen sehr seltsamen Kochton schon in Richtung Böxer hineingehend häufig da drin findet. Also ein gut gemachter, alkoholfreier Weißwein, bleiben wir mal bei dem, weil das auch die verbreitetste Sorte ist, muss zuallererst mal das Geschmacksbild der Rebe in einigermaßen widerspiegeln. Nehmen wir mal so eine klassische Rebsorte aus der Burgunderfamilie, ein Grauburgunder im Augenblick wahrscheinlich die beliebteste Sorte in Deutschland. Unglaublich, wie sich da auch die Preise entwickelt haben und die Nachfrage. Grundsätzlich, und bitte alle Winzer jetzt weghören, wahrscheinlich auch ein Wein, der einfacher zu machen ist als ein Riesling, ja, ein Grauburgunder. Wenn ich den entalkoholisiere, dann ist das, was ich gerne haben möchte, sind so die klassischen Nussnoten, sagen wir mal. Jetzt ganz einfach gesprochen, ich möchte dann im entalkoholisierten Grundwein möchte ich die Nussnoten dabei haben. Ich möchte eine klare Komplexität haben. Es ist ein Wein, den man auch gerne ein bisschen schwerer hat, also ein bisschen süffiger, wo nicht so viel wo die Säure nicht so sehr im Vordergrund steht. Die besseren kann man auch sehr schön mineralisch ausbauen, aber wenn man so klassisch würde ich sagen, eher fruchtbetont mit Nussaromen. Wenn man das hinbekommt bei einem Grauburgunder zur Entalkoholisierung, dann ist halt wichtig, man wird ihn nie durchgegoren entalkoholisieren, weil dann einfach eine bestimmte Leere entsteht. Man kann am Ende mit Säuren arbeiten, mit Zitronensäure oder ähnlichem, um ein bisschen Mundgefühl hinzubekommen. Man kann auch mit einem Gramm CO2 arbeiten, was auch ganz normal ist, auch in Stillwein, dass ein bisschen CO2 hinzugegeben wird. Aber wichtig wäre jetzt bei einem Wein aus der Burgunderfamilie, dass man am Ende so ein bisschen noch einen Anklang der Nussaromen herausfindet. Wir haben einen Weißburgunder gemacht, bei dem uns extrem wichtig war, dass wir auch so ein bisschen in die
in die Zitronenwelt, in die tropische Fruchtwelt hineinkommen, weil das etwas ist, was wir neben den leichten Nussaromen im Weißburgunder halt sehr mögen. So, sag mal, Blumenwiese, tropische Fruchtaromen, weil es dann wunderbar auch zu einer leichten Pasta passt, zu einer Gemüsepasta. Keine Tomatenpasta, weil die Tomate schon wieder zu viel eigene Säure hat und deshalb den Wein erschlägt. Aber wenn ein alkoholfreier Weißwein das hinbekommt, noch so ein, die Weinigkeit und ein angenehmes Mundgefühl hinzubekommen. Und ganz, ganz wichtig, und das ist zwar hochtechnisch, dieses Thema, aber man sollte dem Wein nicht anschmecken, wie er entalkoholisiert wurde. Mhm. Weil wenn das passiert, wenn ich ganz viele Entalkoholisierungsmethoden arbeiten hat mit thermischer Behandlung, dann wird der Wein über thermische Behandlung entzogen. Und wenn man das nachher rausschmeckt, das ist auf jeden Fall, also nehme ich sehr häufig als großen Fehler wahr. Ja, und da muss man schon ehrlicherweise sagen, dass auch, jetzt mache ich kurz einen Abstecher zur Rotweinerzeugung, aber das gilt für Weißweinerzeugung genauso, dass natürlich die Gärung immer temperaturgeführt gemacht wird, weil die Gefahr einfach da ist, dass wenn die Temperaturen zu stark ansteigen, dass man einfach zu viel Aromen verliert und deswegen auch der normale Wein drauf geachtet wird, auch bei Rotwein, dass da die Gärung nie über 30 Grad stattfindet. Und bei einer Destillation auch unter Hochvakuum braucht man einfach eine gewisse Temperatur und da ist man relativ schnell bei 30 Grad, um dann Wasser im Vakuum zum Kochen zu bringen, beziehungsweise ja den Alkohol zunächst mal zum Kochen zu bringen. Aber also Temperaturstress oder Temperaturbelastung für das Produkt Wein ist einfach eins, was man auch beim normalen Wein sehr stark vermeiden möchte, weil man weiß, es hat einfach einen negativen Einfluss auf die Aromawelt des Weines, was dann am Ende rauskommt. Also kurz zusammengefasst kann man sagen, Ziel ist schon auch beim alkoholfreien Wein, die Sortentypizität zu erhalten, einen gewissen Wiedererkennungswert zu schaffen, dass man auch die Rebsorte irgendwie wiedererkennt und dass die den Wein auch letzten Endes prägt. Das wäre für mich das Ziel am Ende einer noch recht langen Reise. Kommen wir zum Rotwein. Da haben wir gerade kurz vor Weihnachten haben wir 24 internationale Sorten durchprobiert und wirklich mit dem Kopf geschüttelt. Also Cabernet Sauvignon, eine Rebsorte, die ich sehr, sehr schätze, ja, also sei es südafrikanisch oder südamerikanisch, fantastisch. Wir haben Malbecs probiert. Ich liebe argentinischen Malbec. Ganz ehrlich, das hat mich erschreckt, was da zum Teil und unter der Überschrift reinsortig angeboten wurde. Und ich will da überhaupt niemandem zu nahe treten. Die machen das ja, weil es gekauft wird. Ja, und dementsprechend, ja, also alles okay. Nur ich habe bis jetzt einfach noch nicht geschafft, einen Rotwein zu machen, der mir so gut schmeckt, dass ich ihn verkaufen würde. Wir probieren das rauf und runter. Auch mein toller Co-Geschäftsführer Marius Weckel, der aus einer ganz anderen Richtung kommt, der eher die Nullen und Einsen repräsentiert. wenn wir verkosten, finde ich es herausragend, wie unterschiedlich sein Zugang dazu ist. Aber eins ist auch klar, wenn wir zwei und dann eben noch Frau Oster, die Katrin als unsere Önologin, wenn wir drei uns einig sind, dass das nicht geht, dann geht es auch nicht. Dann wird es einfach nicht. Und Rotwein ist uns noch nicht gelungen. Weißwein würde ich wahnsinnig gerne mal einen reinsortigen Riesling hinbekommen. Ich liebe gereifte Rieslinge. Ich liebe Rieslinge. Ich wohne selber in der Pfalz. Natürlich liebe ich Rieslinge aus der Vorderpfalz. Ich mag das Rheingau. Ich finde fantastische Weine, übrigens auch fantastische biodynamische Hersteller dort. Ich mag Rieslinge von der Nahe. Ich bin noch nicht so warm geworden mit der Mosel. Aber wir haben ja auch einen tollen Sekt mit Silvaner gemacht, ja. Ich finde, bei Ihnen um die Ecke in Franken werden die tollsten Silvaner der Welt gemacht, ja. Das hört meine Frau als Würzburgerin sicherlich gerne und er würde auch nichts anderes behaupten, wahrscheinlich. Ja, aber genauso wie ich zum Beispiel auch die Burgunderweine aus dem Kaiserstuhl liebe, ja. Also mit Winzern von dort mal zusammen gerne auch ein Spätburgunder hinzubekommen, der richtig toll trinkbar ist. Das sind so unsere Ziele. Aber eben immer in Partnerschaften. Wir gehen unseren Partnerwinzern schon ganz, ganz gewaltig auf den Geist im Vorfeld.
Was macht denn Rotwein in der Überführung vom Alkohol, vom alkoholischen Wein zum alkoholfreien Wein so herausfordernd? Was ist da der Unterschied zum Weißwein? Das sind jetzt nur Vermutungen meinerseits. Ehrlicherweise bin ich nicht Önologe genug. Alles, was ich mache, ist Try and Error. Es sind einfach viel, viel komplexere Geschmacksbilder. Es passiert viel, viel mehr. Es sind viel, viel mehr Stoffe im Rotwein enthalten. Was natürlich wahrscheinlich zum einen an den Rebsorten liegt, dann an der Machart, dann an der Tatsache, dass natürlich in der Regel die Maischegärung viel, viel intensiver ist, in der Regel auch die Schalen mitverwendet werden. Also mit anderen Worten, man hat viel, viel komplexere Geschmacksbilder da drin. Ich glaube, da der alkoholfreie Wein ja auch seinen Ursprung im Weißen hat und auch so ein bisschen aus dem Sekko herauskommt, ist es in erster Linie noch mangelnde Erfahrung bei der Herstellung. Also der Ursprung des alkoholfreien Weins ist letztlich, ja, jetzt ich sag's mal böse, und damit will ich jetzt Herrn Jung, der das ja in Deutschland irgendwie 1918, 1920 entwickelt hat, die Vakuumdestillation, nicht zu nahe treten. Ich war nicht dabei. Mir kommt es halt so vor, dass man irgendwann festgestellt hat, verdammt, wir haben da noch Millionen von Litern von, sagen wir mal, eher schlechtem Wein. Den können wir nicht mehr so verkaufen. Wenn wir den jetzt karbonisieren, dann müssen wir noch eine Sektsteuer bezahlen. Also machen wir den Alkohol raus, dann müssen wir auch keine Sektsteuer bezahlen. Und dann packen wir ein bisschen Kokosgeschmack rein und dann können wir das schon verkaufen. Ja? So, wir sind eher vom Weißwein ausgegangen bei den ersten Versuchen, alkoholfreien Wein zu machen. Ja. Das ist wirklich nur ein Wildguess. Da muss man vielleicht nochmal, ihr wisst ja von mir, ich habe schon einige Jobs in früheren Leben hinter mir und einer davon war eben Chemikant und habe da in einer Wasserstoffperoxid-Destillation gearbeitet, weil mich einfach das Gurgeln und Sprudeln immer schon fasziniert hat. Das hat für mich was Mystisches, Magisches. Deswegen finde ich es immer toll, so Anlagen zu sehen. Was man aber natürlich sagen muss, ist, dass so eine Rektifikationsanlage nicht selektiv ist. Ja, sie trennt einfach ganz stupide alles raus. Und auch Farbe, Schwebstoffe, Trübstoffe, und das ist natürlich schon beim Rotwein nochmal eine zusätzliche Komponente, ist einfach die Farbe, ja. Und wenn ich da jetzt mit einer Destillationsanlage rangehe, laufe ich schon Gefahr, dass ich dort auch in der optischen Erscheinung ein ganz anderes Produkt habe, wie es jetzt vielleicht beim Weißwein der Fall ist, weil einfach keine Farbpigmente drin sind. Und hinzu kommt natürlich, wenn man sich überlegt, was beim normalen alkoholischen Wein der Unterschied zwischen Weißwein und Rotwein ist, dann ist es zunächst mal die Tanninstruktur, die ein ganz anderes Körpergefühl und Geschmacksprofil mit sich bringt. Und bei allen Varianten, wo wir quasi den Alkohol raustrennen, haben wir schon das Problem, dass auch diese großen Molekülketten von den Tanninen bei allen Trennverfahren eigentlich genauso zurückgehalten oder in großem Maße zurückgehalten werden, wie es eben beim Alkohol der Fall ist. Und damit verliert der alkoholfreie Rotwein einfach automatisch durch diese Herstellungsprozesse viele wichtige Bestandteile, die ihn letzten Endes vom Weißwein unterscheiden. Und ich habe mir natürlich im Vorfeld auch ein paar Gedanken gemacht. Und da fand ich zum Beispiel schon spannend, oder fast die Frage wäre jetzt, aber vielleicht wird es die Zukunft erst zeigen, dass sich insbesondere rote Rebsorten für alkoholfreie Rotweine eignen, die eben besonders wenig Tannine mit sich bringen, also mit dünnschaligen Rebsorten besser gearbeitet werden sollte, die vielleicht auch weniger Pigmente dann logischerweise mitbringen. Und insofern wundert es mich jetzt wenig, dass Versuche aus dem Mittelmeerraum oder auch aus Südamerika, wenn ich da mit Rebsorten arbeite, die per Definition zu den tanninstärksten Rebsorten gehören,
dass das natürlich ein Ansatz ist, aus dem, was ich jetzt ein bisschen weit ausgeholt habe, natürlich schon, ja, ich will jetzt nicht sagen, zum Scheitern verurteilt ist vom ersten Schritt an, aber dass es natürlich der Rohstoff, ein Cabernet Sauvignon, sich jetzt von dem, was ich jetzt weiß, aus der Materie ja sich eigentlich nicht aufdrängt. Oder anders gesprochen, dass jetzt ein Spätburgunder uns beiden bisher als am besten geschmeckt hat unter den alkoholfreien Rotweinen, ergibt sich somit ja eigentlich fast logisch, ne? Ja, absolut. Und ich würde auch ehrlicherweise niemals versuchen, jetzt als nachhaltig arbeitendes Unternehmen ein Malbec zu machen, ja, weil dafür müsste ich entweder in der Versuchsanlage die Reben kaufen, die Trauben kaufen. Nee, ich möchte tatsächlich, also wir experimentieren gerade auch mit zum, finde ich, zum großen Teil zu Unrecht sehr schlecht beleumundenden deutschen Rebsorten, wie St. Laurent, wie Portugieser. Ja, wir schauen einfach mal, was lässt sich da machen. Denn wenn man die vernünftig ausbaut, wenn man einen Winzer hat, der sich Mühe mit denen gibt, und ich habe zum Beispiel hier in dem Ort, in dem ich in der Pfalz wohne, welche direkt vor der Tür, die eine wunderbare Cuvée daraus machen. Ja, also das Weingut Rings bei mir im Heimatort. Das muss ich einfach sagen, die machen mit dem kleinen und großen Kreuz eine wunderbare Cuvée aus eben heimischen Rebsorten, ja, aus Portugieser St. Laurent und ähnlichen. Ja, und das finde ich großartig. Ich habe jetzt gerade in Südtirol Lagrein verkostet und bin der Meinung, dass der wahrscheinlich sich herausragend eignen würde, ja, weil ich sicher bin, dass das eine Rebsorte ist, die wunderbar funktionieren würde. Ja. Mhm. Aber bin ich komplett bei Ihnen bei der gesamten Erklärung. Wir müssen da im Roten auch noch die richtige Rebsorte finden. Wir werden sie vor der Haustür suchen. Aber natürlich, ich habe es vorhin gesagt, Try and Error. Ich probiere halt alles aus, was es gibt von allen Anbietern. Einfach um auch, weil ich ja, in einer absoluten Lernphase bin und auch verstehen möchte, was machen andere da, was machen andere gut. Ganz viele KollegInnen machen richtig, richtig viel, richtig gut da und sind auf einem guten Weg. Gibt auch ein paar Sachen, bei denen ich finde, das ist der Holzweg, wenn es zu technisch wird. Ja, weil am Ende ist halt wichtig, dass man den Geist und niemals vergisst, dass da ja auch irgendwo ein Winzer beteiligt ist. Und das ist einfach zumindest bei der Art und Weise, wie wir da rangehen. Ich rede jetzt nicht von der industriellen Herstellung, sondern die Winzer, mit denen wir arbeiten, die entweder mindestens mal biologisch, im Augenblick alle Winzer, mit denen wir zusammenarbeiten, sind biodynamisch geführte Betriebe. Mit zum Beispiel dem Zwölberich an der Nahe, das älteste Demeter-Weingut Deutschlands. Das ist eine Partnerschaft, auf die wir echt stolz sind. Wir haben einen tollen Weißwein, den wir gleich auch noch verkosten werden, mit Heidlinger, einem VDP-Weingut aus dem Kraichgau gemacht. Wir arbeiten mit der Lebenshilfe in Bad Dürkheim, ein ganz großartiger, inklusiver Betrieb, der maßgeblich auch von geistig behinderten Menschen mit betrieben und geführt wird. Da ist halt völlig selbstverständlich, dass für uns ganz, ganz wesentlich ist, dass immer der Winzer oder die Winzerin auch mitgedacht wird. Ja, der Vollständigkeit halber sei ja erwähnt, dass St. Laurent ja auch ein Bruder ist vom Spätburgunder. Insofern fällt der Apfel da gar nicht so weit. Und Stichwort Südtirol passt natürlich perfekt. Wir haben das Thema Südtirol jetzt im Podcast ja abgeschlossen. Und da hätte ich jetzt schon witzigerweise gedacht, wenn man das probiert und versucht, tanninschwache Rebsorten zu nehmen, dann dachte ich jetzt schon als erstes an den Vernatsch, der natürlich auch eher farbschwach daherkommt. Und das wäre ja vielleicht auch nochmal ein Blick in die Zukunft, weil wir ja unter dem Drollinger quasi ja dem Vernatsch auch zu Hause haben. Der hat natürlich jetzt auch nicht den besten Ruf, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja. Da dürfen jetzt die Württemberger nicht so genau hinhören. Aber vielleicht wäre das ja auch nochmal eine Rebsorte, die da vielleicht ein Versuch wert ist und da vielleicht auch nochmal sich zu ganz anderen Qualitäten aufschwingt, wie man es jetzt vielleicht unter den normalen Weinen im Alltag gewohnt ist. Was ich noch ansprechen wollen würde, bevor wir uns den Produkten dann tatsächlich zuwenden, ist, was man ja sich als Konsument auch kaum Gedanken macht, wir haben es kurz anklingen lassen, ist die Unterschiede zwischen Genussmittel und Lebensmittel und die daher einrührend ein wahnsinnig großes Regelwerk, welches Produkt jetzt als was bezeichnet werden darf.
Und Sie hatten schon anklingen lassen, da gibt es Unterschiede beim Wein. Da nimmt er eine gewisse Sonderrolle ein. Da hat er sehr restriktive Regeln, die da gelten müssen, wie zum Beispiel auch Mindestalkoholmenge. Ja, wisst ihr ja aus meinem Online-Weinkurs, 8,5% bei den meisten Weinen ist Mindestalkoholgehalt, sodass diese Produkte, Getränke, wie die Sie jetzt herstellen, sich gar nicht als Wein bezeichnen dürfen. Auf der anderen Seite kommen da natürlich jetzt das Lebensmittelrecht noch viel stärker rein. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich hin wollte. Das führt dazu, dass wir bei den alkoholfreien Getränken auf dem Rückenetikett auch erfahren, wie viel Kalorien wir aufnehmen, weil das ist ja vielleicht auch nochmal ein Aspekt, wo für viele interessant ist, weil wir alle wissen, vor allem die Biertrinker unter uns, dass Alkohol sehr energiereich ist und wir damit einfach eine Menge an Energie aufnehmen, die wir irgendwo wieder loswerden wollen oder müssen. Aber das ist, glaube ich, schon auch noch ein Aspekt, den wir beim alkoholfreien Wein erwähnen sollten, dass es hier auch um eine kalorienreduzierte Kost geht letzten Endes. Ja, absolut. Also zumindest, wenn man die Kalorien nicht mit Unmengen von Zuckern wieder hochtreibt, weil die natürlich auch... Also absolut, wir sind da saustolz drauf, dass unsere Weine in allen Kategorien nicht nur zuckerfrei, sondern auch kalorienarm sind, vegan sowieso. Und ist natürlich so, ist das zu einer gesunden Ernährung auch dieser Teil gehört. Wir sagen es aber auch gleichzeitig immer dazu, zuckerfrei, kalorienarm, alkoholfrei, vegan, hört sich alles toll an, das Zeug muss halt schmecken. Wenn es das nicht tut, dann sind die anderen zwar Verkaufsargumente, aber es gibt halt eins, was am allergrößten ist, das ist nämlich der Geschmack dahinter. Die Brennwerte, speziell bei unseren Vinaden, das sind unsere, nennen Sie mal, Erfrischungsgetränke, die sind halt so wunderbar niedrig, werden auf dem Markt nichts finden, was leichter und bekömmlicher ist und gleichzeitig noch so eine tolle Mundfülle dabei hat. Das, was Sie gerade angesprochen haben, der Unterschied Weinrecht und Lebensmittelrecht, der treibt uns manchmal auch wirklich in den Wahnsinn oder bis hin zu sehr lustige Stilblüten. Denn wir haben vorhin mal kurz über unseren Glühwein gesprochen. Ich darf den gar nicht Glühwein nennen, weil Glühwein ist in Deutschland nur erlaubt, wenn er mehr als 5% Volumenprozent Alkohol hat. Da wir uns grundsätzlich, also alkoholfrei darf man sich nennen, wenn man 0,5 und drunter hat als ein Volumenprozent. Wir orientieren uns aber an der Hälfte davon. Bei uns hat kein Getränk mehr als 0,25 und der Großteil der Getränke sogar nochmal weniger. Wir haben auch Getränke, die im Bereich von 0,05 sich bewegen. Da ist man dann schon in einem Bereich vom, wie sagt man das, vom tatsächlichen Messfehler. So dass man es gar nicht mehr genau bestimmen kann, zumindest mit den herkömmlichen Methoden. Was da ganz wichtig ist, das vielleicht nur als kurzer Einschub, weil das viele Leute häufig außer Acht lassen, selbst ein normaler Fruchtsaft hat häufig einen höheren Alkoholgehalt. Eine leicht angegärte Banane, so eine Banane, wo die Schale schon ein bisschen schwarz wird, hat gerne mal einen höheren Alkoholgehalt als 0,5%. Brot hat einen Alkoholgehalt. Überall dort, wo Pilze auf Zucker treffen, da fangen die Pilze an zu fressen. Die sind halt da schon recht gefräßig und mit Pilze meine ich halt Hefe. Ja, ja. Bei unserem Glühwein hat mich das Gespräch mit der zuständigen Dame im Amt so zum Wahnsinn getrieben, dass ich unseren Glühwein ein alkoholfreier Glühpunsch auf Basis eines alkoholfreien Weines. Okay, ein bisschen sperrig, aber ja, geht nicht anders. Daraufhin habe ich es einfach Weißglut genannt, weil die Frau mich einfach zu Weißglut gebracht hat. Ich fand den Namen passend. Das ist immer da, wo es den Behörden passt, wird im Augenblick alkoholfreier Wein unter das Weinrecht gefasst. Und da, wo es nicht passt, wird er unter das Lebensmittelrecht gefasst. Das ist alles noch ein bisschen schwierig. Es wird gerade im EU-Recht synchronisiert. Es soll da eine einheitliche Regelung geben. Hoffen wir mal, dass das eine vernünftige wird. Nicht alles, was was da auf EU-Seiten angedacht wird, ist immer so richtig sinnvoll. Und damit möchte ich jetzt nicht auf aktuelle Diskussionen zum Thema Gas und Atomkraft eingehen. Aber lange Rede. Wir müssen sehr viel auf unsere Flaschen draufschreiben und das ist auch okay, ja, weil es einfach auch darum geht,
möglichst transparent dem Verbraucher gegenüber zu sein. Denn ich möchte einfach, dass mein Kunde, meine Kundin auch weiß, was er da zu sich nimmt und dem auch vertrauen kann. Deswegen sind wir auch sehr, sehr froh, dass unsere Biozertifizierung so eindeutig ist. Ich habe jetzt auch die weiße Vinade in der Hand. Ich mache sie mir auch gleich auf mal zum Probieren. Aber vielleicht zur Einordnung, liebe Hörer. Hier haben wir eben jetzt die Brennwertangabe hinten drauf. Und da finden wir jetzt zum Beispiel bei der Vinade 100 Milliliter enthalten 14 Kilokalorien. Wenn man das jetzt mal hochrechnet auf eine normale Weinflasche, auf ein Dreiviertel Liter, jetzt ganz grob geschätzt, dann landen wir irgendwo bei 100 Kalorien für ein Dreiviertel Liter oder Kilokalorien. Und wenn man jetzt als Extrembeispiel einfach mal einen Portwein nimmt, ja, den ich sehr, sehr gerne trinke, ich schaffe da auch nicht eine ganze Flasche, muss ich sagen. Das ist dann too much einfach. Aber eine normale Flasche Portwein, also der Dreiviertel Liter, hat zwischen 2 und 2500 Kalorien. Ja. Und das ist schon eine ordentliche Menge. Also wenn ich da noch ein Dessert dazu esse, wo er ja meistens dazu verwendet wird, und dann noch einen Süßwein, was ich leider Gottes sehr gerne mache, aber da sieht man einfach, wir bewegen uns hier im 20- bis 25-fachen Bereich. Klar, Vergleich Süßwein hinkt vielleicht ein bisschen, aber einfach um mal einzuordnen, von welchen Dimensionen wir hier sprechen. Dann würde ich sagen, dann probiere ich einfach mal die weiße Vinade und vielleicht erzählen Sie uns ganz kurz, was es mit dem Produkt, mit dem Getränk auf sich hat. Also die Vinade ist ein Erfrischungsgetränk. Wir wollten letztlich mit der Idee hinter der Vinade aus der Weinwelt ein wenig herausrücken. Denn beim Wein ist völlig klar, ich kann und ich will auch gar keine Zusätze dazu nehmen. Ich habe es vorhin schon angedeutet, wir sind zwar im Lebensmittelrecht, aber wir dürfen, solange wie wir es alkoholfreien Wein nennen wollen, dürfen wir auch keine Zusätze hinzugeben, keine Aromen etc. pp. Wenn wir das machen, sind wir halt raus aus dem Wein. Die Geschmackswelt des alkoholfreien Weines zeigt halt immer auf, dass der Alkohol als Geschmacksträger, als Mundfüller, als Komplexitätsgeber, dass der einfach fehlt. Und ich wollte gerne ein Getränk machen, bei dem ich den Alkohol in Anführungsstrichen imitieren kann, bei dem ich mal experimentieren kann mit etwas, was den Alkohol, die Eigenschaften des Alkohols übernimmt. Und deswegen haben wir ein extremst leichtes Getränk entwickelt, haben da in den Experimentierphasen wirklich mit den lustigsten Weinsorten rumexperimentiert. Ich bin ein großer Anhänger der Piwis. Ja. Wir haben in einem ganz tollen Weingut hier auch aus der Gegend, aus Kirchheim, in meinem Gut Galla, die nur Piwi-Rebsorten ausbauen. Eine ganz tolle Idee, wirklich nur Piwi-Rebsorten verarbeiten. Von denen haben wir einen Johanniter genommen, haben dann ein bisschen Riesling, ein bisschen Weißburgunder, haben einfach mal rumexperimentiert, was dabei rauskommt, haben dann von einem Biobauern aus Baden frischen Ingwer-Extrakt benutzt, weil ich gedacht habe, was würde am ehesten funktionieren, um den Alkohol in der Geschmackswelt einigermaßen zu imitieren. Aber der Ingwer darf halt nicht so präsent sein, dass er so in diese brennende und in diese zu offensichtliche Geschmackswahrnehmung hineinkommt, sondern er darf das Weinige nicht zerstören, aber er muss trotzdem so ein bisschen die Mundfülle anregen. Mhm. Haben dann, weil wir wollten die Sonnen und in die Sommerwelt hinein, das soll auch das Design der Flasche widerspiegeln, dass wir so in der grünen und gelben Zitrusfruchtwelt sind, haben dann ein bisschen mit Lemongrass nachgearbeitet, mit ganz frischen extrahierten und haben jetzt ein Getränk, von dem wir finden, dass es der perfekte Apero ist, auch ein toller Mixratgeber. Wir arbeiten da mit einer alkoholfreien Bar aus Berlin auch zusammen, die wo der Barkeeper halt auch selber sagt, dass beide, sowohl die rote als auch die weiße Vinade, perfekte Mischgetränkgeber sind. Wenn man leichtes, sehr, sehr bekömmliches Sommergetränk, was eigentlich zu allen Gelegenheiten, was man toll vor und nach dem Sport, was man zum Wandern, was man als Apero benutzen kann,
Was einlädt, die zweite Flasche auch noch zu trinken. Weil das ist das, was mich häufig stört an Säften. Wenn ich ein Glas Saft getrunken habe, dann bin ich meistens so voll, dass ich nicht keine Lust noch auf ein zweites habe. Mhm. Ich bin so, im Gegensatz jetzt zu Ihnen, ich mag überhaupt keine süßen Getränke. mit so Teern oder Eiswein kann man mich wirklich jagen. Bis auf echt, den okay. Alles zu mir schicken. Sollten Sie irgendwelche Flaschen bekommen, einfach weiterleiten. Kein Problem, ich kümmere mich drum. Nimm Sie beim Wort. Ne? ich wollte einfach ein Getränk haben, wo man noch ein zweites oder drittes hinterher nehmen kann, weil es einfach leicht ist, weil es Spaß macht. Was auch in unterschiedlichen, ist auch wichtig, in unterschiedlichen Temperierungen schmeckt. Ein Getränk, was nur eiskalt schmeckt, da sind wir wieder, zu kalt hat ungefähr die gleiche Art und Weise wie Kohlensäure. Kälte, wenn ein Getränk nur gekühlt schmeckt, eiskalt heißt auch sehr häufig, dass man damit verdammt gut Fehler in einem Getränk kaschieren kann. Mein Paradebeispiel ist da immer die Alkopops. Das ist für alle Erziehungsberechtigten unter euch, liebe Hörer, vielleicht der entscheidende Hinweis. Wenn ihr eure Kinder vom Alkopop trinken abhalten wollt, sagt einfach Kälte, Zucker, Kohlensäure überdecken einfach schlechte Getränke. Und beim Alkopop trifft sich einfach alles. Es wird bei 0 Grad serviert, es sprudelt und es ist süß. Ja. Und dazu kommt dann noch der Alkohol. Und da kann man eigentlich auch Motorenöl trinken. Und es würde trotzdem wahrscheinlich noch schmecken, wenn man es dazu gibt. Also das vielleicht ein bisschen als Argumentationsstütze. Ist wieder ein Fachwort gefallen, Piwi-Rebsorten. Dazu gab es auch schon eine eigene Podcast-Sendung, nämlich die Nummer 27 vom 6. Juni 2020, wo ich auf diese sogenannten Piwi-Rebsorten, hinter denen sich pilzwiderstandsfähige Hybride befinden. Wer darüber mehr erfahren möchte, hört einfach in die Episode nochmal rein oder klickt auf den Link in den Shownotes, wo ich auch nochmal einen Wiki-Beitrag dazu verlinke. Also ich kann nur sagen zu dem Produkt, ich möchte gar nicht so viel hinzufügen, weil Sie eigentlich schon alles gesagt haben, aber für mich ist es schon so, es ist einfach wirklich was Knackiges, Frisches, was Herbes, was Leichtes auch, was ich mir jetzt tatsächlich auch als Durstlöscher richtig gut vorstellen kann. Und wenn es natürlich gekühlt serviert wird, im Sommer, jetzt nehmen wir hier auf bei Regen und Sturm, kann man sich gar nicht vorstellen, dass es noch jemals anders werden sollte. Aber natürlich rein von der Optik her, vom Geschmack, vom Mundgefühl, bewegen wir uns da im Frühling oder im Sommer und da kann man sich auch an so ätzenden Wetter wie heute einfach nochmal schön daran erinnern, dass auch wieder bessere Tage kommen werden. Aber ich würde das Getränk definitiv auch im Sommer verordnen. Definitiv. Ich würde natürlich jetzt gerade, wir starten gerade unsere Dry January Aktion. Ich würde natürlich, wenn wir da drin sind, wir haben alle geschlemmt über die Feiertage, wahrscheinlich ein bisschen zu sehr. Ich muss zugeben, ich habe herausragende alkoholhaltige Weine getrunken über die Feiertage. Tolle, tolle Rotweine zu tollem Rehrücken. Das ist jetzt natürlich auch, das sind jetzt Getränke, die halt auch gut dazu reinpassen. Wenn wir von einem Sober Januar sprechen, dann heißt es natürlich letztlich auch, dass man versucht, ein bisschen weniger Kalorien zu sich zu nehmen, wenig Zucker, weniger Alkohol, passt herausragend. Ich mag halt, also das ist wichtig, ich mag zum Beispiel eher die weiße Sorte, die wir gerade getrunken haben. Mhm. Meine Frau mag lieber die rote Sorte, die auf eine völlig wahnwitzige Art und Weise zustande gekommen ist. Also die Vinade Rosé, bei der wir uns eher so in den klassischen Rosé-Welten, Waldfrucht, rote Früchte. Die mache ich mir gleich mal auf, dass ich weiß, um was Sie sprechen. Also olfaktorisch, schon in der Nase, finde ich, ist man so klar in so einer klassischen Rosé-Welt. Wir haben ein bisschen Johannisbeere, ein bisschen Himbeere. Aber wir haben da einfach, und die Katrin Oster hält mich heute noch für bekloppt, wir haben da gesagt, wie kriege ich den Kick denn hin? Und ich wollte jetzt nicht wieder so eindeutig mit Ingwer arbeiten. Letztlich haben wir da den Kick mit Chili hinbekommen. Wir haben dort einen, wir imitieren den Alkoholeffekt mit dem Moment, wenn Sie in eine Chili hineinbeißen, vielleicht kennen Sie das, der Moment, bevor es scharf wird. Dieser sehr fruchtige Moment, wenn ich in eine frische Chili hineinbeiße, das ist der Moment, bevor ich anfange zu schwitzen. Ja? Und diesen Moment wollte ich einfangen, dass es eben nicht
nicht den Moment der Schärfe, sondern diesen Moment der Fruchtigkeit, dieser Kräutrigkeit dahinter. Ehrlicherweise, ich schmecke die Chili nicht raus, ich schmecke nur, dass sie nicht da ist, wenn wir sie weglassen. Witzig. Aber auch da hat die exakt gleichen Brennwerte. Ist für uns halt wichtig, ein Getränk, was in der gleichen Welt wie die Weiße stattfindet, aber geschmacklich sehr, sehr anders gelagert ist. Und das war halt das Wichtige daran, dass wir in der gleichen Getränkewelt sind, aber in einer anderen Geschmackswelt, sodass wir zwei verschiedene, in Anführungsstrichen, potenzielle Kundinnen abholen können. Mhm. Das, weil ja nicht jeder das Gleiche mag, Gott sei Dank. Ja, also was man hier schon schmeckt, ist einfach so ein leicht bäriger Charakter. Also ich spreche ja oft von Farbräumen, auch bei Aromen, dass man gewisse Aromen in Farben versucht zusammenzufassen, weil das einfach eine Assoziation ist, die wir im Hirn oft ganz automatisch machen. Und da passt das Grüne schon sehr gut zur weißen Vinade. Passt ja auch zu dem, was Sie an Aromen hinzufügen. Ist ja auch grün assoziiert, Limette, Limonengras. Und hier hat man jetzt schon so eine leichte Beerenaromatik, die einfach auch natürlich in das rote Spektrum mit reinpasst, ganz klar. Aber so vom Mundgefühl her sind sie sich schon ähnlich. Also ich denke, da kann man schon einfach auf seine Vorlieben gehen, sei es jetzt geschmacklich oder auch farblich. Natürlich spielt da der weibliche Konsument immer eine große Rolle bei roséfarbenen Getränken. Aber sie schmecken anders, gar keine Frage. Aber ich finde die Rolle, die Aufgabe, die sie haben, das, für was sie gedacht sind, da sind sie schon ähnlich genug, damit man einfach beide einfach mal probieren kann und gucken, was einem einfach besser schmeckt. Da ist der Einsatzzweck, ist glaube ich schon der gleiche. Ne? Schön zu hören. Ja, super. Also auch von der Nase her, es ist eine komplexe Geschichte. Es ist jetzt nicht einfach nur, wo man oft das Gefühl hat bei Limonaden, dass da was zugesetzt ist, auch wenn dann immer natürliche Aromastoffe draufsteht, wo kein Mensch weiß, was damit gemeint ist. Aber man hat hier einfach schon, wie Sie es beschrieben haben, einfach das Gefühl, ein ansprechendes und hochqualitatives Getränk im Mund zu haben, ja, was jetzt einfach gut gemacht ist, was nicht überzuckert ist, was einfach einen anspricht, eine gewisse Leichtigkeit, eine Spritzigkeit mitbringt. Und das finde ich ist einfach wirklich sehr gut eingefangen. Macht Spaß zu trinken. Mhm. Super. Also da freut man sich echt auf den Sommer und ich bin gespannt, was ist da. Und Sie sagten, in Berlin werden diese Vinaden als Mix Grundlage verwendet für alkoholfreie Cocktails oder in welche Richtung geht es dann genau. da? Genau, also es sind angefangen jetzt von Aperol Spritz alkoholfreien, bei dem wir die mitverwenden, bis hin zu Mocktails, Fruchtgrundlagen, ganz unterschiedliche Sachen. Ich habe jetzt, also wir haben auf einer sehr schönen Messe der Bio Nord in Hannover haben wir die Leute kennengelernt von Spray Gin. Das ist so ein alkoholhaltiger und alkoholfreier Gin, der hergestellt wird. Und mit denen zusammen einen Gin Fizz aufzubauen, wo unsere Getränke dann halt so ein bisschen das Tonic Water repräsentieren sollen. Aber wenn wir so weit sind, dass man da was, dass wir da auch vielleicht ein Getränk abfüllen, dann versuchen wir es so groß wie möglich auf den Markt zu bringen. Aber ich glaube, es ist noch ein weiter Weg. Als nächstes probieren wir eben Ihren alkoholfreien Schaumwein. Ich weiß jetzt gar nicht, das wäre jetzt wahrscheinlich auch schon wieder falsch von der Produktbezeichnung her. Wie nennen Sie es offiziell? Also die offizielle sogenannte Verkehrsbezeichnung ist schäumendes Getränk aus alkoholfreiem Wein. Okay, also das kann ich zumindest bestätigen. Ich habe es gerade eingeschenkt. Das stimmt schon mal auf alle Fälle. Also für mich ist das ein alkoholfreier Sekt und ich weiß, ich darf es nicht draufschreiben, mache ich auch nicht, ich will mich ja mit keinem streiten, aber so funktioniert es halt am ehesten. Der hat auch tatsächlich, wir haben ihn mit 6 Gramm CO2 abgefüllt, das ist schon wirklich kräftig, mit 12 Gramm, mit 6 Bar, das ist wirklich kräftig dahinter. Ganz, ganz toll, eine tolle Zusammenarbeit. Dahinter steht, das ist eine Cuvée aus 80% Silvaner und 20% Phoenix. Phoenix auch wieder eine Piwi-Rebsorte.
Wir machen was zusammen mit dem Zwölberich. Das ist ein Demeter-Weingut an der Nahe. Der Hartmut Heinz und der Alex, sein Kellermeister, die arbeiten da wirklich großartig mit daran, dass wir mit jeder Abfüllung, mit jedem Jahrgang besser werden. Wir sind gerade dabei, den dritten Jahrgang zusammen zu machen und sind da nochmal große Schritte vorangekommen. Ich finde halt, bei dem Getränk sind wir auch natürlich schon aufgrund der Grundrebsorten, wir auch durchaus so in einer sehr zitrischen Welt. Wir haben eine schöne Kräutrigkeit da drin. Ich habe es ja vorhin, glaube ich, schon mal angedeutet, den Bezug auf das Frankenland. Ich liebe es, einen gut gemachten Silvaner. Und würde sehr, sehr gerne auch mal mit dem Silvaner Stammland etwas zusammen machen. Gucken, ob man da, ich habe bis jetzt noch keinen Kontakt zu einem entsprechenden Bio- oder biodynamischen Weingut, aber sowas möchte ich sehr gerne mal in die Wege leiten, weil ich einfach auch glaube, dass man es da am besten versteht. Das sind ja auch ein paar, unter meinen Hörern sind ja tatsächlich auch ein paar fränkische Winzer oder ihr kennt er aus Franken Winzer und da könnt ihr das natürlich gerne mal fallen lassen als Hinweis, wenn sich da jemand auftun möchte, ein Projekt zu starten, dann kann er sich ja bei Herrn Gruber gerne melden. Vielleicht findet sich ja jemand in unserer Community, der darauf Lust hat. Vielleicht sollte man noch mal kurz erklären, ich habe jetzt Schaumwein gesagt, jetzt beim zweiten Nachdenken, weil wir ja von der Versektung sprechen durch Zugabe von CO2, nehme ich an, weil wir ja keine Zweitgärung haben, sonst hätten wir ja wieder Alkohol drin und aus einem schäumendes oder CO2-versetzten Flüssigkeit Alkohol osmotisch rauszuholen, ist, glaube ich, gar nicht machbar oder nur mit großem Widerstand. Das heißt, es kommt der Grundwein, der wird entalkoholisiert durch das Osmoseverfahren und dann wird CO2 zugesetzt im Drucktank und das ist das, was man letzten Endes von der Perlweinerzeugung letzten Endes bei uns kennt, oder? Genau, also wir entalkoholisieren die beiden Weine getrennt voneinander, den Silvaner und den Phoenix, küvitieren anschließend. Wir haben jetzt dort auch noch ein bisschen mit Säuren gearbeitet, weil wir noch ein wenig am Mundgefühl arbeiten wollten. Und dann bei der Abfüllung, was leider, wenn man im Biobereich ist, wesentlich komplizierterer Teil der Herstellung ist als in Anführungsstrichen konventionellen, in der konventionellen Weinherstellung, weil wir halt zur Stabilisierung der Getränke entweder sogenannt kaltsteril abfüllen oder eben also pasteurisieren müssen auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und Pasteurisierung ist natürlich, da reden wir auch wieder von Erhitzung, Pasteurisierung ist natürlich problematisch, wenn ich da 12 Gramm CO2 zugebe, also beziehungsweise mit 6 Bar arbeite. Wenn ich 6 Bar erhitze, wird das ganz schnell mal zu einer Wasserstoffbombe. also mit anderen Worten, auch da, es gibt nur sehr, sehr wenige Partner, mit denen wir das zusammen machen können. Auch ganz, ganz großartig, die Abfüllbetriebe, mit denen wir da zusammenarbeiten, alles biozertifizierte Betriebe, die speziell, wenn es um kaltsterile Abfüllung geht, halt echt hochgradig professionell arbeiten. Letztlich wird das CO2 bei der Abfüllung hinzugegeben. Und da gibt es ganz unterschiedliche Methodiken. Wir wollten sehr feinperlig. Wir wollten, das merkt man, glaube ich, auch. Ich hoffe, man merkt es. Wir wollten nicht so ein grobes Mineralwasser. Wir bewegen uns, wenn überhaupt, in der Prosecco-Welt. Ja? Das wissen wir auch, aber es gibt eben auch ganz unterschiedliche Qualitäten bei der Zugabe von CO2 bei der Abfüllung. Das ist sehr schön eingebunden. Das ist für mich wichtig, dass auch bei diesem, in Anführungsstrichen, dieser zusätzlich hinzugefügten Kohlensäure, dass man das Gefühl hat, das ist eingebunden ins Getränk und es ist nicht nur so hinzugegeben. Grundsätzlich stellen wir in der Folge fest, was mir sehr gut gefällt, den einen oder anderen vielleicht ein bisschen abschreckt, weil die ganze Weinindustrie natürlich immer versucht, so das Thema Wein ein bisschen romantisch zu verklären. Da haben wir natürlich als Konsumenten auch einen Anteil daran und werden auch ein bisschen dahinter das Licht geführt manchmal, weil gerade bei der industriellen Produktion
die ganzen technischen Aspekte oft versucht werden auszublenden oder verschleiert werden und wird dann versucht, auch mit Bildchen und Geschichten, die dazu erzählt werden und Bildern von Landschaften, wird das alles ein bisschen romantisch verklärt. Und so ist es aber nicht. Wein ist schon natürlich ein naturnahes Produkt, gar keine Frage. Aber jeder, der mal einen Keller besucht hat, wird feststellen, dass einfach ohne einen gewissen Einsatz an Technik oder Know-how, wo man sich die Natur zunutze macht, sage ich mal im weitesten Sinne, geht es einfach schon darum, die Sache auch irgendwie im Griff zu haben in allen Aspekten, die bei der Weinerzeugung da sind. Und das, glaube ich, ist vielleicht tatsächlich auch ein Aspekt, wo mir immer im Kopf rumgeistert ist, als damals in Kalifornien die Spinning Cone-Geschichte aufkam, wo man versucht hat, Weine in seine Bestandteile zu zerlegen für einen leicht günstigeren Transport und dann wieder zusammenzuführen. Das hat natürlich ein Bild geprägt, wo man gelernt hat, dass technischer Einsatz bei der Weinerzeugung immer in der Katastrophe endet. Ja, und jetzt reden wir heute sehr technisch und deswegen sage ich es, weil es einfach dazugehört. Kein Wein wird ohne Technikeinsatz erzeugt heutzutage. Auch der biodynamische Wein kommt nicht ohne technische Hilfsgeräte aus oder der Naturwein. Und deswegen muss man sich davon, denke ich, da Vollständigkeit halber vielleicht einfach von dem romantischen, verklärten Gedanken lösen und einfach hinnehmen und sich daran dafür interessieren, dass die Weinerzeugung einfach auch eine technische Komponente hat und daran nichts Verwerfliches ist, um das nochmal den Gedanken abzurunden. Und jetzt zurückzukommen auf den Wein, also ich muss sagen, der Silvaner schmeckt raus, gar keine schön. Frage. Das ist sehr gut gekommen. Das ist diese leichte Krautigkeit, die der Silvaner einfach hat. Und die Perlage, das ist ja immer einer der wesentlichen Qualitätskriterien beim Schaumwein oder Perlwein, finde ich auch wirklich sehr gut gelungen, sehr feinperlig und auch lange anhaltend. Also da muss ich ehrlich sagen, da habe ich schon deutlich schlechtere Prosecco getrunken oder Prosecchi. Also da... Klar, Champagner ist nochmal eine ganz andere Kategorie oder Franciacorta. Das wäre auch vielleicht vermessen als Maßstab, weil das Äpfel mit Birnen verglichen wäre, weil die Herstellung einfach eine andere ist. Aber ich finde das wirklich ein tolles Produkt. Und was mir sehr positiv auffällt, auch der geschmackliche Nachklang im Mund ist lange da. Also es ist ein Wein von schöner Länge, der auch neben der feinen Perlage finde ich auch eine gewisse Cremigkeit tatsächlich im Mund hinterlässt, die was insgesamt einfach dessen sehr hochwertiges, ich sage es jetzt einfach, ein sehr hochwertiger Perlwein für mich am Ende des Tages. Ja. Wunderbar, freut mich. Also ich finde auch tatsächlich, er hat eine Länge, die man selten bei alkoholfreien Getränken hat. Das war uns auch tatsächlich wichtig, das hinzubekommen. Ich habe auch da, ich sage Ihnen ehrlich, ich finde, der nächste Jahr wird noch mal eine Nummer besser. Also weil wir jedes Mal, ich habe eine riesen Hochachtung vor allen Winzern dieser Welt, egal ob sie konventionell, bio oder natural arbeiten. Ich maße mir keine Sekunde an, weil das, ne, also ein Winzer ist ja heutzutage viel, viel mehr als ein Weinlandwirt. Der ist Marketier, der muss Lebensmittelchemiker sein, der muss ja. Vertriebsweltmeister sein, er muss ja so viel auf einmal sein. Und ich decke vielleicht gerade mal den Bereich Marketing und Neugier ab. Und das war's dann schon. Ja. Wenn wir das hinbekommen, einen Wein von so ein bisschen auch von Mal zu Mal weiterzuentwickeln, denn das ist eine Sache, die ja, glaube ich, alle Weinliebhaber eint, ist, dass ein Wein soll halt nicht jedes Jahr gleich schmecken. Er soll auch immer ein bisschen das Jahr widerspiegeln. Nicht nur das gemeinhin Terroir, sondern eben auch die Sonnentage, die Regentage, den frühen Frost, den späten Frost, was weiß ich nicht. Und das finde ich halt so die Weine, die wir gerade zum Beispiel beim Zwölberich jetzt für die neue Abfüllung mit dem Alex und dem Hartmut verkostet haben, das wird nochmal eine Nummer besser werden. Gleichzeitig hat sich die Entalkoholisierung wieder verbessert. Wir arbeiten da ja mit einem ganz anderen System. Wir arbeiten mit der sogenannten hydrophoben Membran. Das heißt, letztlich jetzt in Layman Terms, ja, also bei der hydrophoben Membran wird das Getränk an einer mit Wasser gefüllten Membran entlang geleitet. Und jedes Mal, wenn das Getränk da entlang fließt, entzieht die Membran dem der Flüssigkeit den Alkohol sehr, sehr langsam.
Also ist tatsächlich so, dass man, je nachdem, wie viele Membranen man einsetzt, reden wir hier davon, dass man für 1000 Liter ungefähr einen Tag braucht. Ja? Wahnsinn. Aber eben keinerlei thermische Behandlung. Das ist uns extremst wichtig. Es gibt andere Nachteile. Es ist natürlich so, wenn ich ein technisches Gerät einen ganzen Tag laufen lasse, dann habe ich auf jeden Fall schon mal hohe Energiekosten. Deswegen sind wir auch froh, dass wir da mit regenerativ arbeitenden Partnern zusammenarbeiten. Aber auch da, die Technik muss sich auf jeden Fall noch weiterentwickeln. Denn alle Techniken zusammen, haben jetzt gerade schon mal die Spinning Cone genannt, wahnwitzig, wenn man sich das vorstellt, dass sich ein Gerät, ein Getränk in seine Bestandteile zerlegt, den Alkohol rausnimmt und dann wieder zusammensetzt. Dann gibt es die Vakuumdestillation, mit Sicherheit die verbreitetste Methode und auch die am industriellsten nutzbare Methode, weil sie einfach sehr schnell ist. Und auch die hat sich toll weiterentwickelt. Da gibt es herausragende Anbieter, die das weiter vorangeführt haben und auch Marktführer in ihrer Art sind. Dann gibt es die klassische Umkehrosmose, die so aus der, kann man glaube ich so sagen, Sie sind da wahrscheinlich mehr Spezialist sogar als ich, der da aus der Wasseraufbereitung eigentlich so herauskommt. Und das sind so die vier Methoden, die es im Augenblick gibt, zumindest die im Wein benutzt werden. Es gibt noch ein paar aus dem Bier oder aus anderen Getränkeumgebungen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln wird. Ich bin da auch so dermaßen neugierig, dass ich ständig nach neuen Sachen Ausschau halte. Ja, was man einfach sagen muss, möchte es nochmal zusammenfassen. Also natürlich sind die alle Winzer nach Perfektion bestrebt, aber immer in dem Wissen, sie nie zu erreichen. Das ist so ein bisschen die Sisyphos-Geschichte bei der Weinerzeugung. Und deswegen sei es jedem Winzer oder Wein zugestanden, sich weiterzuentwickeln, der Perfektion näher zu kommen und letzten Endes natürlich als naturnahes Produkt auch von Jahr zu Jahr aus unterschiedlichsten Gründen einfach anders zu schmecken. Und ich denke, das ist das, was Wein auch so spannend macht. Gut, Herr Gruber, dann kommen wir, denke ich, zum letzten Produkt von Ihnen. Und zwar muss man dazu sagen, auf jedem Etikett, die mir übrigens sehr gut gefallen, weil sie einfach schlicht und modern gehalten sind, dass dort immer Senza steht. Ich denke, damit wollen Sie einfach auch klar signalisieren, dass es sich hier einfach um ein Produkt handelt, was eben keinen Alkohol hat. Wir erinnern uns an die Italienurlaube, als bleifreies Benzin kam. Da stand an der Zapfsäule immer Senza Piombo. Und so ist es halt heutzutage beim Wein. Aber da versuchen sie eben schon darauf hinzuweisen, aus Marke vielleicht Senza, dass das ihre alkoholfreien Produkte sind. Und jetzt habe ich eben hier von mir die Cuvée Weiss. Und was können Sie uns zu dem Produkt erzählen? Also, das ist tatsächlich das merkt man schon, wenn man die Flasche in der Hand hat. An der Stelle noch kurz erwähnt, alle Hörer, wenn es Sie interessiert, wenn Sie jetzt Spaß haben an Vinade und Senza-Getränken, dann bieten wir sehr, sehr gerne euch die Möglichkeit, mit einem exklusiven Rabattcode für diesen Podcast bei uns einkaufen zu gehen. Und da haben wir uns auch einen Code für ausgedacht. Und der ist überraschenderweise, heißt der 15weinpodcast.de. Sehr überraschend, aber nicht minder funktionabel. Also auf vinade.de findet man zum einen ganz viele Informationen zu unseren Getränken und zu unserer Philosophie. Und eben auch unsere Senza Cuvée Weiss. Ein weißer Stillwein in einer Bordeaux-Flasche. Die Bordeaux-Flasche ist an sich schon was Besonderes, weil es ist eine Eco-2-Bottle, eine besonders leichte und aus bis zu 98% Altglas hergestellte Flasche. Das Etikett, und ich finde es toll, dass Ihnen das gefällt, wir haben da extremst lange dran rumgewerkelt mit Hilfe einer sehr, sehr tollen Agentur aus Hamburg. Grüße an Preußisch-Portugal. Wir haben halt versucht, eine Markenwelt aufzubauen, die sehr inklusiv ist, die nicht zu martialisch, Lebensfreude ausdrückt, die auch so ein bisschen in eine neue Farbwelt hineingeht, die immer etwas über die Produkte aussagt, die aber auch das Thema Null und Null Alkohol, 0% mit aufnimmt.
die unser Thema naturnah, möglichst naturnah zu arbeiten aufnimmt. Und bei der ganzen Ausstattung der Sensor Cuvée Weiss haben wir es so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also die Flasche habe ich schon erwähnt, das Etikett, sowohl Vorder- als auch Rücketikett aus Tresta, das BVS, also sprich der Schraubverschluss obendrauf, innen drin, haben wir eine Burgunder-Rebsorten-Art vom VDP-Weingut Heitlinger aus dem Kraichgau. Auch eine tolle Partnerschaft dort mit dem Team um den Geschäftsführer, den Herrn Burmeister. Eine Rebsorte, die nach der Verarbeitung der Glucose, wie vorhin schon mal erwähnt, abgestochen wurde. Das heißt, wir haben einen leicht restsüßen Wein entalkoholisiert. Wenn man ihn im Mund hat, wenn man ihn probiert, und ich bitte darum, Herr Bold, vehement widersprechen, wenn Sie das anders sehen. ich finde, dadurch, dass wir halt dort im Stillweinbereich sind, das heißt, wir können keinen, in Anführungsstrichen, Weinfehler kaschieren. Es ist kein Zucker drin, der hinzugegeben wurde. Wir haben kein CO2 drin. Wir haben ein bisschen Zitronensäure, die hinzugegeben wurde. Wir haben da tatsächlich versucht, über den Grundwein und über die sehr schonende Entalkoholisierung zu arbeiten. Wir haben einen sehr, sehr leichten, recht säurebetonten Wein, der mit grünen Äpfelnoten kommt. Ich finde, wenn man ihn zu warm trinkt, dann geht er sogar schon so ein bisschen in die Cider-Welt hinein, in die Cidre-Welt. Ich finde ihn ideal zur Begleitung von Meeresfrüchten. Ich habe ihn auch schon mal zu Austern getrunken, was ich herausragend interessant fand. Kann man auch, also werde ich im Zweifel auch noch warm machen, aber ich werde trotzdem lieber Alkohol zu Austern trinken. halt auch ein wunderbar leichter Wein, der, wie ich finde, so im Augenblick, wenn es um alkoholfreien Weißwein geht, all das widerspiegelt, was ein alkoholfreier Weißwein dazu haben muss. Ein angenehmes Mundgefühl. Auch da gilt, ist der Anfang eines Weges. Er funktioniert schon richtig, richtig toll. Aber ich möchte zum Beispiel beim nächsten Mal ihn ein bisschen weniger Säure betont haben und die Säure ein bisschen weiter zurücknehmen. Der jetzt gerne schon säurebetonte mineralische Rieslinge zum Beispiel mag oder einen säurebetonten Weißburgunder, gibt es nicht so häufig, aber wenn er den, dann wird einem das sehr, sehr schmecken. Denn das ist so die Welt, in der wir uns bewegen. Ja, auch ein Sommerwein für mich, gar keine Frage. Es ist ein eleganter Wein, ein sehr geradliniger Wein, wie ich finde. Die Säurebetontheit haben Sie schon angesprochen. Von der vom Farbspektrum her würde ich es auch eher Richtung Grün verorten. Also der grüne Apfel definitiv knackig, frisch. Spritzig trifft es jetzt nicht ganz, aber es ist einfach ein säurebetonter Wein, gar keine Frage. Und insofern kann ich mir das schon sehr, sehr gut vorstellen zu Meeresfrüchten. Meine erste Assoziation war zum Beispiel eine Ceviche, kann ich mir da sehr gut vorstellen. Ja. Ist einfach das sieht man aber wieder, dass es natürlich hier schon Ähnlichkeiten gibt zum normalen Wein, was das Pairing angeht. Aber wenn ich jetzt Fisch, Meeresfrüchte, Muscheln vielleicht auch essen möchte und auf Alkohol verzichten möchte, dann ist doch so ein Wein einfach eine super Möglichkeit, denselben oder annähernd gleichen Geschmackserlebnis zu haben wie mit Alkohol. Und das finde ich einfach eine total faszinierende Sache, weil man einfach damit die Möglichkeit hat, darauf zu verzichten, wenn man möchte, ohne Geschmack einzubußen. Und ich denke, das ist das, um was es am Ende des Tages letzten Endes geht. Ne? Ganz genau, ganz genau. Ja, also ich finde ihn gut. Mir könnte auch, wenn der noch in Zukunft ein bisschen abgerundeter ist, die Säurespitze vielleicht ein bisschen geschliffener ist, das würde ihm ganz gut zu Gesicht stehen. Aber die Geschmäcker sind verschieden und Sie haben es schon gesagt, wer jetzt auf mineralische Weine steht, vor allen voran natürlich die Riesling-Trinker, die von Natur aus jetzt nicht ein großes Problem mit Säure haben,
dann ist man da auf jeden Fall gut zu Hause. Und auch vom Geschmacksspektrum her sind wir ja beim Riesling auch oft beim grünen Apfel. Dann kommt ein bisschen Aprikose vielleicht noch mehr dazu, je nachdem, woher er kommt. Aber das ist einfach ein guter, trinkbarer Wein, der gut als Essensbegleiter funktioniert, wenn es auch knackige, frische Sachen sind, wie wir es jetzt schon gesagt hatten. Aber natürlich auch als Standalone eine ganz gute Figur macht, finde ich. Schön. Perfekt. Ja, Sie haben es schon angedeutet. Ich finde das eine ganz tolle Sache. Den Gutscheincode für euch, liebe Hörer, den findet ihr natürlich auch in den Shownotes nochmal erwähnt mit dem entsprechenden Link auf den Shop. Und denke ich, das ist vielleicht noch zum Schluss in die Erwähnung wert, wie ihr Sortiment letzten Endes ausschaut, was man in dem Shop letzten Endes bei Ihnen finden und kaufen kann, über die Produkte hinaus, was wir jetzt schon besprochen hatten. Ja, also erstmal, wir freuen uns natürlich über jeden, der bei uns im Shop selber was kauft, aber wir sind auch wirklich stolz darauf, dass wir mittlerweile in weit über 400 Bioläden, speziell in Süddeutschland, erhältlich sind, dass wir speziell im Südwesten auch bei Edeka und Rewe zu bekommen sind. Das heißt, wir freuen uns über alles Wachstum, was es nur geht. Man kriegt uns auf fast allen gängigen Wein-Online-Marktplätzen. Ich werde die Namen nicht aussprechen, weil ich dann sowieso einen vergesse. Bei uns im Shop gibt es neben den vier Produkten, die wir jetzt vorgestellt haben, als Bioprodukt auch noch unser Urprodukt, nämlich das Pfalzwasser. Das Pfalzwasser ist ein Riesling Bio-Sekko. Haben wir jetzt gerade erst als Bioprodukt umgestellt, ist also in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Bad Dürkheim hergestellt worden und bin ich auch ein ganz tolles, sehr naturnah, leichter Sekko geworden. Dann haben wir das gleiche auch noch als Rosé, den man bei uns bekommt. Wir haben den vorhin schon mal angesprochenen Glühwein. Und es gibt allerlei Schnickschnack bei uns zu kaufen, von Geschenkboxen über Gläser. Wir haben zwei tolle StudentInnen bei uns, die ihr duales Studium bei uns ableisten. Und unsere Grafikerin, die das macht, hat als ihre allererste Arbeit bei uns ein Glas designt. Das Vinade-Glas, da finde ich, da kann sie sehr stolz drauf sein und ich bin so stolz drauf, dass wir es einfach auch zum Verkauf anbieten. Also wir bieten allerlei Zeugs an, aber natürlich oberstes Gebot, alles, was wir machen, ist bis ins Mark biozertifiziert, weil wir einfach sagen, das ist die einzig sinnvolle Art für uns, heutzutage am Markt noch irgendwie reüssieren zu wollen. Und das versuchen wir in allen möglichen Arten und Weisen auszudrücken. Und wenn es dann dazu noch schmeckt, dann haben wir alles richtig gemacht. Das ist ein perfektes Schlusswort und ich würde einfach sagen, vielleicht, liebe Hörer, sind die 15% Rabatt jetzt im Rahmen des Podcasts der letzte Stups, der euch dazu verleitet, in die Welt der alkoholfreien Weine einzutauchen, eure Probierfreudigkeit freien Lauf zu lassen und einfach mal ein paar verschiedene Produkte von Vinade zu verkosten. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch, Herr Gruber, und die leckeren Produkte und drücke Ihnen die Daumen, dass Ihr Projekt weiterhin so toll an Fahrt aufnimmt und immer größer wird, wie Sie sich das vorstellen. Ich bedanke mich bei Ihnen, hat wahnsinnig Spaß gemacht und natürlich auch bei allen Hörerinnen und Hörern. Bis demnächst. So, und das war's auch schon wieder mit der interessanten, aber auch wirklich genussvollen Präsentation der Produkte von Vinade. Solltet ihr Interesse haben, schaut einfach in dem Online-Shop bei Vinade vorbei, nutzt den Gutscheincode 15weinpodcast.de, um ein bisschen Rabatt zu bekommen. Und wenn ihr noch Fragen oder Interesse an den Produkten habt, dann könnt ihr euch natürlich sehr gerne an mich wenden oder auch direkt an Herrn Gruber von Vinade. Ja, wie geht's weiter in dem Podcast? Südtirol ist, wie gesagt, abgeschlossen. Neues Jahr, neues Thema. Es geht im Staccato weiter, bereits in einer Woche. Am 15. Januar gibt es dann Wein 54 mit einem
kleinen Nischenland. Ich verrate noch nicht zu viel. Der eine oder andere kann sich's vielleicht schon zusammenreimen. Für mich war es aber ehrlich gesagt persönlich auch ein weißer Fleck auf meiner Weinlandkarte und es gab eine Menge für mich dazu zu lernen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr euch noch hinreißen lässt, Mitglied meiner Facebook-Gruppe zu werden. Weinverstehen leicht gemacht. Da müsst ihr die Mitgliedschaft einfach beantragen und dann erfährt ihr alle News direkt aus erster Hand rund um meinen Podcast und meinen Produkten oder Dienstleistungen, besser gesagt. Und könnt natürlich auch diese Plattform nutzen, um euch mit anderen Weintrinkern, Weingenießern, Weinnerds auszutauschen oder noch besser Fragen an mich zu stellen, die ich dann gerne auch in den nächsten Sendungen aufgreife und beantworte. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Januar, einen trockenen Januar, einen Sober January, vielleicht mit den alkoholfreien Produkten von Vinade. Und dann freue ich mich, euch in einer Woche auf dieser Welle begrüßen zu dürfen und verbleibe wie immer mit genussreichen Grüßen aus München, euer Florian. Ciao, Servus.